Ja, nachdem uns Herr Schumacher so wunderbar an die Grenze sozusagen der Existenz geführt hat, möchte ich jetzt auf die Positionen eingehen, die in gewisser Weise einen Blick über diese Grenze zu werfen, aller modernen Philosophie zum Trotz. Berichte von Jenseitsreisen der lebenden Wiedertoten finden Sie schon lange vor dem Christentum, im Gilgamesch-Epos, bei den Ägyptern, bei Homer und in den griechischen Tragödien. Der erste, der in unserem Kulturkreis, Sie haben es vorhin schon gehört, mit den Mitteln vernünftiger Argumentation die Frage erörtert, ob die Person, die man gekannt hat, in irgendeiner Form weiter existiert, wenn der Körper stirbt, oder ob dessen Tod auch den der individuellen Person beinhaltet, ist Platon in seinem Dialog Phaidon. Sokrates, der zum Tod durch den Schierlingsbecher verurteilt ist, versucht seine verzweifelten Schüler zu trösten, indem er sich bemüht, ihnen klarzumachen, dass seine Identität auch unabhängig vom Zusammenbruch des physischen Organismus fortbestehe. Ja, dass der eigentliche Sinn des Lebens sogar in der Befreiung vom Körper in der uns bekannten Form bestehe. Das, was den Körper überschreitet und dessen Vernichtung überdauert, nennt Platon Seele. Der Tod sei folglich, so definiert Sokrates, die Trennung der Seele vom Leibe. Tot zu sein bedeutet daher, wenn abgesondert von der Seele der Leib für sich allein ist und auch die Seele abgesondert von dem Leibe für sich alleine ist. Diese berühmt-berüchtigte Rede Platons von der Trennung von Leib und Seele als Lebensziel findet sich zum einen in einem Kontext, in dem der Tod wirklich unmittelbar bevorsteht, und bezieht sich zum anderen auf den sinnlich sichtbaren Organismus. Von ihm sagt Sokrates, dass seine um ihn trauernden Schüler mit dem Körper nicht ihn selbst, nämlich Sokrates, hätten. Anders als die Seele, die durch Unteilbarkeit gekennzeichnet ist und dem Leib Lebendigkeit, Ausdruckskraft, für Platon auch Schönheit und die Fähigkeit zu zielgeleiteten Bewegungen verleiht, zerfällt der materielle Leib unweigerlich in seine Einzelteile. Doch auch die Seele vermag nicht, auch das haben wir vorhin schon wunderbar mit Gabriel Marcel und anderen gehört, aus eigener Kraft unsterblich zu sein, sondern nur durch die Teilhabe am höchsten Sein, an der Idee des Wahren, Guten und Schönen, die den Kosmos und damit den Bereich des Werdens und Vergehens mithin alle an Raum, Zeit und Materie gebundenen Prozesse überschreitet. Dass Sokrates dabei durchaus von einer Kontinuität des individuellen Lebens ausging, zeigt sich daran, dass er überzeugt war, dass die guten oder schlechten Taten das Schicksal der Seele im Jenseits bestimmen. Ja, dass die schlechten Taten nun nicht mehr durch den Körper verdeckt, sondern für jedermann sichtbar wären wie Striemen, die man durch Schläge dem Körper zugefügt habe. Aufgrund der biografischen Kontinuität solle man sich schon im Leben an den wahren, zeitlos gültigen Werten orientieren und sich in diesem Sinne in das Sterben einüben, statt die Zeit mit vergänglichen Freuden zu vertun. Da sich die unsterbliche Seele jedoch nicht empirisch mit den Sinnen erkennen lasse, lasse sich auch ihre Unsterblichkeit nicht beweisen. Da nur das Ähnliche zu erkennen vermöge, könne nicht der Leib, sondern eben nur die vom Leib befreite Seele, das höchste Sein, den Seinsgrund erkennen. Es liegt nahe an dieser Stelle an das neutestamentliche Diktum zu denken, dass Gott Geist ist und im Geist angebetet werden solle. Bis die Unsterblichkeit der Seele jedoch im Tod oder auch schon für Platon in einer sich schlagartig, plötzlich einstellenden, intuitiv mystischen Erfahrung gewiss wird, bleibt sie eine Angelegenheit vernunftgestützten Glaubens. Zurück bleibt deshalb nach dem Tod von Sokrates eine Schar zweifelnder, verwirrter Schüler. Im Grundsätzlichen haben die Argumente Platons noch heute Bestand.
Organisch gebundenes Leben, wie wir es kennen, ist bei allen Lebewesen ein Prozess des Werdens und Vergehens. Es ist in raumzeitlicher Hinsicht in die Strukturen der Umwelt eingebettet, also nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich aufgrund bestimmter biologischer Zeitstrukturen. Auch unter der Perspektive der modernen Physik können materielle Strukturen daher nicht im zeitlos ewigen Sinne bestehen. Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik gibt es kein Perpetuum mobile. Und mir scheint, dass das in irgendeiner Form an den Transhumanisten bisher vorbeigegangen ist. Das heißt, kein sich aus sich selbst heraus erhaltendes System. Alle materiellen Strukturen unterstehen den Einwirkungen ihrer Umwelt, die sie benötigen, um zu entstehen und diese irgendwann wieder vernichten. Alle lebenden Systeme sind zudem durch den Stoffwechsel auf einen ständigen Energieaustausch mit ihrer Umgebung angewiesen. Das heißt, sie nehmen Stoffe aus der Umgebung auf, integrieren sie teilweise in den Organismus und geben Abfallprodukte wieder an ihre Umgebung ab. Dadurch verändern sie immer auch ihre Umwelt. Organismen können sich aufgrund des biologischen Alterungsprozesses nur für eine begrenzte Zeit erhalten. Und wenn sich die Lebensbedingungen zu stark verändern, ist sogar ein Überleben der Art, nicht nur des Individuums, unmöglich. Aufgrund der gegenseitigen Veränderung von Organismus und Umwelt entstehen im Laufe der Jahrmillionen immer neue Lebensbedingungen und mit ihnen auch immer wieder neue Lebensformen. Nicht nur auf der biologischen, auch auf der psychischen Ebene kann sich ein Lebewesen nur erhalten, indem es Informationen aus der Umwelt aufnimmt und sich gezielt im Licht seiner Bedürfnisse, insofern zielgeleitet oder intentional, an diese anpasst und auf Herausforderungen reagiert. Neugier und das Streben nach Wissen ist daher eines der herausragenden Merkmale intelligenter Lebewesen, insbesondere von Menschen. Der Lebenshorizont verändert sich in dem Maß, in dem neues Wissen mit schon erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen verbunden wird. Alles, was wir wissen können, ist daher perspektivisch begrenzt, gebunden an den zeitlichen und räumlichen Lebenskontexten. Biologisches wie psychisches Leben ist daher trotz aller Selbsttätigkeit und Spontanität abhängig von den jeweiligen Lebensumständen. Und dazu gehören eine Vielfalt anderer Lebewesen, materielle Bedingungen, andere Menschen und, theologisch gedacht, auch Gott. Diese Lebensumstände sind Chance und Bedrohung des Lebensprozesses zugleich. Und insofern gehört der Gegensatz von Geburt und Tod unabdingbar zum organisch gebundenen Leben. Aber nicht nur die einzelnen Lebensformen, auch der Planet, auf dem wir leben, die Sonne und unsere gesamte Galaxis sind entstanden und werden irgendwann wieder vergehen. Da es in dem uns bekannten Universum keine zeitlos stabilen materiellen Strukturen geben kann, kann es auch keine physische Unsterblichkeit geben. Unter physikalischer Perspektive konnte der Freiburger Biologe Hans Mohr da den Tod als den Übergang ins thermodynamische Gleichgewicht definieren. Das heißt, in einen Zustand, in dem alle Prozesse, die für die Erhaltung eines Organismus grundlegend sind, zum Erliegen kommen. Und damit verliert er seine strukturelle Integrität. Schlicht, er zerfällt in seine Bestandteile. Unter diesen Bedingungen, also im Rahmen unseres raumzeitlich materiell existierenden Universums, kann es deshalb keine Unsterblichkeit des Leibes geben. Obwohl diese Argumente auch den antiken Denkern schon bewusst waren, ist es heute ungleich schwerer als zur Zeit Platons, Menschen überhaupt von der Möglichkeit der Unsterblichkeit zu überzeugen. Die Veränderung der Ausgangsposition der Überlegungen beschreibt der Philosoph Hans Jonas mit folgenden Worten. Für die Anfänge der menschlichen Seinsdeutung war Leben überall und Sein war dasselbe wie Lebensein. Das neuzeitliche Denken, das mit der Renaissance begann, befindet sich genau in der umgekehrten Lage.
Das Natürliche und Veränderliche, Verständliche ist der Tod. Problematisch ist das Leben. Das drückt sich darin aus, dass von quasi Descartes, der da immer so der Buhmann ist dafür, der aber nur das, eben diese Strömungen zum Ausdruck gebracht hat, dass nicht mehr das nicht mehr geistige, sondern materielle, und das heißt in diesem Fall ungeistige Prozesse, die Vielfalt an Lebensformen und auch Bewusstsein erzeugt haben sollen. Ab einer gewissen Komplexität des Gehirns, so behauptet heute die Neurophysiologie, entstehen dann auch Gefühle und Gedanken. Diese seien jedoch nie unabhängig von ihrem physischen Träger, sodass, wenn jener zerstört wird, auch das bewusste Erleben endet. Doch trotz aller naturwissenschaftlichen Erfolge ist das Unbehagen an einer rein materialistischen Deutung des Lebens nie vollständig erloschen. Ist der Geist wirklich nur ein kraftloses und letztlich wirkungsloses Erzeugnis materieller Vorgänge? Berücksichtigen die wissenschaftlichen Modelle tatsächlich das ganze Spektrum menschlicher Erfahrungen? Gerade bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage nach Unsterblichkeit lohnt sich deshalb ein Blick auf die Argumente und Beobachtungen philosophischer und religiöser Lehren. Das Bemühen, die Frage nach dem Verhältnis von Körper und Geist, ich verwende jetzt Körper und Leib in diesem Zusammenhang jetzt ziemlich gleichlautend erstmal, spiegelt sich nicht nur in theoretischen Überlegungen, sondern auch in einem bestimmten Typus von Erfahrungen, die sich in seltenen Momenten in Grenzsituationen einstellen. Schon Paulus schrieb nach seiner Bekehrung, bei der ihm in einer Vision der auferstandene Jesus auf dem Weg nach Damaskus erschien, verwirrt: Ich kenne einen Menschen in Christus. Vor 14 Jahren ist er in dem Leibe gewesen. So weiß ich's nicht. Oder ist er außer dem Leibe gewesen? So weiß ich's auch nicht. Gott weiß es. Da ward derselbe entrückt bis an den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen. Ob er in dem Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der ward entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche ein Mensch nicht sagen darf. Das heißt, auch Paulus war offensichtlich verwirrt noch nach 14 Jahren und konnte das, was mit ihm geschah, nicht zuordnen. Ausdrücklich unterscheidet er sozusagen den natürlichen Leib, der sterblich ist, von dem geistigen Leib, der wiedererweckt wird. Und genau dieser Spur möchte ich jetzt ein wenig weiter folgen. Auch in der griechischen Antike trat mit der Aufwertung des Individuums und der Überzeugung, dass es eine unsterbliche Seele gibt und diese platonisch gedacht sozusagen nicht nur ein sozusagen blutleeres Abbild des Lebewesens ist, wie das noch bei Homer der Fall ist, sondern eben wirklich wie bei Platon die Instanz sozusagen der Erkenntnis ist, die Frage nach einem Medium der individuellen Gestalt in den Blick. Ausdrücklich entwickelt hat diesen Gedanken der Neuplatoniker Plotin, der im 3. Jahrhundert nach Christus in Rom lehrte. Der Mensch, so argumentiert Plotin, ist ja nicht ein einfaches, sondern es ist in ihm Seele, andererseits hat er den Leib. Der Leib also, der seinerseits wieder zusammengesetzt ist, kann damit schon aus Gründen der Logik keinen Bestand haben. Aber auch die Wahrnehmung sieht ihn sich auflösen, verwesen und sonst mancherlei Verderbnis ausgesetzt. Jeder der Bestandteile kehrt zu seinem Ort zurück, ein Teil vernichtet den anderen, wandelt sich in den anderen und zerstört ihn. Ist also der Leib ein Teil von uns, so sind wir nicht als Ganzes unsterblich. Ist er unser Werkzeug, so musste er, da er uns nur auf eine gewisse Zeit gegeben wurde, seinem Wesen nach zeitlich sein. Wäre auch die Seele wie der Leib körperlich und zeitlich, könnte sie nicht unsterblich sein. Die Einheit aller Wesenheiten, so schließt Plotin daher, beruht auf einer immateriellen,
gestaltverleihenden, schöpferischen Dynamik. In diesem Sinne auf einer geistigen Dynamik. Wiederum kann man hier an den biblischen Schöpfungsbericht erinnern, wonach erst das Wort Gottes den chaotischen Urzustand zu gliedern und zu ordnen vermag und auch sozusagen nur Gott die Welt wieder aus dem geordneten Zustand ins Chaos zurückversetzen kann. Die Seele, so argumentiert daher Plotin, muss unkörperlich sein, und das heißt immateriell, um Lebensprinzip und unsterblich sein zu können. Sie wohnt dem Körper inne, ohne mit ihm identisch zu sein. Einigkeit bestand zwischen den griechischen, ich denke jetzt vor allen Dingen an die platonischen und den christlichen Denkern demnach darin, dass es ein weltschöpferisches Prinzip gibt und dass in ihm Sein, Leben und Geist identisch sind, sodass es nicht nur der Ursprung aller Lebensformen in der Welt ist, sondern auch deren Ziel. Denn nur durch die Partizipation, die Teilhabe an ihm, können mit Geist begabte Wesen Unsterblichkeit erlangen. Lebendigkeit beschränkt sich daher nicht auf die biologischen und psychosozialen Formen, sondern erreicht ihre höchste Form im göttlichen Geist. Nicht was aus dem Fleisch geboren werde, sondern nur wer aus dem Geiste wiedergeboren werde, so heißt es in diesem Sinne auch bei Johannes, könne in das Reich Gottes gelangen. Und Geist meint hier nicht nur unser diskursives Denken, sondern es ist wirklich ein sehr emphatischer Geistbegriff, der über das Denken hinausgeht. Deshalb ist unser alltägliches Ich, das in Zeit und Geschichte verflochten ist, sozusagen beruht nur auf einer äußerst eingeschränkten Wahrnehmung unserer selbst, während der wirkliche Mensch größer ist. Unser Ich ist in gewisser Weise wie ein Brennpunkt zwischen zwei Bereichen, die uns normalerweise unbewusst sind. Dem, was sich nach unten erstreckt, den Trieben, den vegetativen Funktionen des Körpers und letztlich den materiellen Prozessen, chemischen und physikalischen, und dem, was sich nach oben erstreckt, dem reinen Geist und dem göttlichen Urgrund. Dabei gleicht die Seele einem Spiegel. Will man, dass er etwas reflektiert, dann muss man ihn zum einen reinigen und zum anderen in eine bestimmte Richtung drehen. Wird unser Seelenspiegel von Leidenschaften verdunkelt, dann kann er das göttliche Sein nicht reflektieren. Nicht das körperliche Leben hält uns deshalb von der Erkenntnis des Göttlichen ab, sondern unsere eigene psychische Verfassung. Noch Meister Eckhart verglich unser Ich mit einer Wolke, die sich vor die Sonne schiebt. Obwohl wir die Sonne dann nicht sehen, scheint sie unablässig. In diesem Sinne muss der Mensch, wie Eckhart formulierte, erst zu dem werden, der er schon ist. Um das geistige oder auch intelligible Ich zu erkennen, müsse man, so lehrte auch Plotin, alle Leidenschaften und Triebe, Gedanken und wissenschaftlichen Theorien überschreiten. Glück besteht deshalb nicht in einem, Zitat, zusammengewürfelten Haufen von Gütern, von Gebrauchs- und Luxusartikeln, sondern in einer bestimmten Weise zu sein. Plotin beschreibt diese Erfahrung als ein Erwachen zu sich. Das höhere Selbst, der innere Mensch, der uns bisher unbewusst war, wird bewusst. Und dazu, also um sich insofern dem einen in uns und damit auch dem Urquell allen Seins nähern zu können, muss der Mensch selbst einfach und mit sich eins werden. Denn das eine in uns verbindet sich mit dem Urgrund des Kosmos. Die eigene seelische Mitte berührt die Mitte des Alls. Und dieses höhere Selbst untersteht nicht mehr den Gesetzen dieser Welt von Physik, Biologie oder Psychologie. Sein Wirken vollzieht sich nicht in Raum und Zeit, sondern in einer immerwährenden, zeitlosen Gegenwart, die auch als Ewigkeit bezeichnet wurde. Nur dieses Leben ist von den äußeren Bedingungen, von Schicksalsschlägen, von Krankheit und, so betont schon Plotin, sogar von geistiger Behinderung
und eben auch vom Tod unabhängig. Denn, so Plotin, der Urgrund ist das erste und vollkommenste Leben. In der einzigen autobiografischen Passage seines Werkes schreibt Plotin: Immer wieder, wenn ich aus dem Leib aufwache in mich selbst, trete ich in mein Selbst ein. Ich sehe eine wunderbar gewaltige Schönheit und vertraue in solchem Augenblick ganz eigentlich zum höheren Bereich zu gehören. Verwirkliche höchstes Leben, bin eins mit dem Göttlichen und auf seinem Fundament gegründet. Nach diesem Stillestehen im Göttlichen, wenn ich aus dem Geist herabsteige in das Überlegen, muss ich mich immer wieder fragen, wie ist dieses mein jetziges Herabsteigen möglich? Und wie ist einst meine Seele in den Leib geraten? Die Seele, die trotz dieses Aufenthaltes im Leibe mit ihr hohes Wesen eben noch gezeigt hat. Mir ihr hohes Wesen eben noch gezeigt hat. Eine ähnliche Verwirrung hatten wir vorhin bei Paulus. Bin ich im Leibe oder aus dem Leibe? Wie bin ich rein und rausgekommen? Auch hier das Rätsel, aber was ich eine schöne Brücke zu dem anderen Vortrag finde, auch wenn Plotin natürlich jetzt wirklich mystische Erfahrungen als Erfahrung beschreibt und nicht sozusagen nur reflektiert über die Voraussetzungen, dass er sagt, ich vertraue auf diesen Bereich. Ich empfange etwas, es ist nicht diese Vorstellung, ich mache das, ich beherrsche das, ich mache, dass ich aus dem Leib herausfahre. Es ist kein Machen. Die Kraft der Liebe, so schreibt auch noch Johannes vom Kreuz im 16. Jahrhundert in seinem Gedicht Die lebendige Flamme, führt die Seele immer tiefer in ihr eigenes Inneres, in dessen Mitte sie schließlich den Geliebten, für Johannes vom Kreuz Christus, findet. Die Mitte der Seele, so Johannes vom Kreuz, ist Gott. Die Schau des göttlichen Seins, so betont wiederum Plotin, ermüdet nicht. Sie löst keine Langeweile aus und keinen Überdruss, sondern sie ist mühelos. Zitat: Leben verursacht niemandem Ermüdung, wenn es lauter ist. Das also, was in vollendeter Weise lebt, wie sollte es ermüden können? Dennoch fordert von uns die Kontemplation des göttlichen Ursprungs mehr Kraft als das alltägliche Handeln, als Technik und Kunst. In dem Moment, in dem die innere Sammlung, dieses innere mit sich eins sein nachlässt, sinkt die Seele wieder in das Alltagsbewusstsein herab, sodass niemand, während er noch im Leibe weilt, ohne Unterbrechung in dieser Kontemplation verharren kann. Andersherum gesagt, er muss handeln und den Alltag bewältigen. Den Leib vergleicht Plotin mit einem kostbaren Musikinstrument. Jeder Musiker braucht ein Instrument, um seinen Beruf auszuüben. Hat er eine Leier, dann wird er sie sorgfältig pflegen, damit er möglichst lange auf ihr spielen kann. Stirbt der Leib, dann muss der Geist ohne ihn weiterleben und lässt ihn wie eben ein abgenutztes Instrument zurück. Neben der physischen, sinnlich wahrnehmbaren Materie, aus der eben unser organischer Leib gebildet ist, nimmt Plotin jedoch auch eine geistige oder intelligible Materie an. Auch die rein geistigen Formen, die Ideen, die mit keiner physischen Materie verbunden sind, bedürfen seines Erachtens einer Art materiellen Substrates, sozusagen einer Idee der Materie, um eine bestimmte Gestalt zu haben und voneinander unterscheidbar zu sein. Diese intelligible oder geistige Materie kommt genauso wie die physische nicht ungeformt vor. Aber im Unterschied zu dieser ist sie keinen Veränderungen unterworfen. Sie widersetzt sich sozusagen nicht mehr der Durchformung. Auch der individuellen Seele, die für Plotin, wie gesagt, unsterblich ist, entspricht damit eine intelligible oder geistige Gestalt. Doch anders als im irdischen Leben ist der geistige Leib vollständig Ausdruck des geistigen Lebens. Das heißt, Sein und Schein, das, was ich bin und das, was ich sozusagen anderen mitteile von dem, was ich bin,
treten nicht mehr auseinander, sodass das Äußere mit dem Inneren identisch ist. Ich kann also andere nicht betrügen, indem ich ihnen was vormache, weil das sozusagen der Mensch sozusagen transparent geworden ist und der andere den Betrug sofort sehen würde. Dem geistigen oder auch intelligiblen Licht, das nicht mit dem sinnlich sichtbaren Licht zu verwechseln und nicht mit den leiblichen Augen wahrnehmbar ist, verdanken alle Kreaturen ihr Sein, ihre Lebendigkeit und auch ihre Erkennbarkeit. Während aber die physische Materie dunkel ist, ist diese intelligible Materie als Form und Geist durchsichtig, lichtdurchstrahlt, transparent. Der erleuchtete Mensch erlebt dieses geistige Licht daher nicht mehr als etwas, das außerhalb von ihm ist und irgendwelche Gegenstände beleuchtet, sondern er fühlt sich von diesem Licht durchdrungen und erfüllt. Plotin formuliert, da erblickt er, also der sozusagen, der da aufsteigt zum göttlichen Sein, es, das Licht, mit einem Schlage. Er sieht nicht, wie, sondern das Schauen erfüllt seine Augen mit Licht. Durch das Licht wird nicht etwas anderes sichtbar, sondern es ist dieses Licht selber, was er sieht. Alles ist dort durchsichtig und es gibt kein dunkles, widerständiges. Ein jeder und jedes ist für jeden sichtbar, bis ins Innere hinein. Denn Licht ist dem Lichte durchsichtig. Die Vorstellung, dass Gott Licht ist, ein intelligibles Licht, geistiges Licht, wie gesagt, nicht das sinnliche Licht, findet sich in fast allen Religionen. Man könnte sagen, es ist ein Urphänomen der Menschheit. Vor Plotin hatte schon der Prolog des Johannesevangeliums das göttliche Wort als Leben und Licht beschrieben. Und Platon hatte den Aufstieg sozusagen zu der intelligiblen Sonne in seinem Höhlengleichnis und in seinem Sonnengleichnis dargelegt. Alle sichtbaren Lichter sind, wie Johannes Cotus Eriugena im 9. Jahrhundert betont, materielle Lichter, in denen sich das eine Licht der Gottheit spiegelt. Und im 12. Jahrhundert schreibt Hildegard von Bingen, Gott ist lebendiges Licht. Von ihm aus leuchten alle Lichter, weshalb auch durch ihn der Mensch ein lebensspendendes Licht bleibt. Ein Jahrhundert später wiederum spricht Mechthild von Magdeburg vom fließenden Licht der Gottheit. Und für Meister Eckhart ist das göttliche Licht so überstark und hell, dass der Seele Auge erst eingewöhnt werden müsse. Und auch in den Nahtoderlebnissen, auf die ich gleich noch eingehen werde, spielen Licht und Liebe eine herausragende Rolle. Sie hätten, so die Berichte, die Gedanken und Absichten anderer unmittelbar verstanden. Das heißt, die Kommunikation, so berichten diese Menschen, war nicht mehr an ein sinnliches Medium, an Worte, an Töne gebunden, sondern erfolgte auf einer geistigen Ebene ohne zeitliches Nacheinander. Im 4. Jahrhundert verzog Augustinus eine Synthese des Neuplatonischen mit dem christlichen Denken. In dem Buch mit dem Titel Über die wahre Religion unterscheidet auch er zwischen leibgebundenen Erkenntnisformen und der intelligiblen geistigen Schau, zwischen einer zeitlichen und einer ewigen, azeitlichen Form der Lebendigkeit. Ausgangspunkt der Überlegung ist die Überzeugung, dass Gott selber eben rein geistig sei und daher die Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis der Geist in uns sei. Jenes Licht der Gottheit, so schreibt Augustinus, könne man nicht mit den leiblichen Augen sehen. Auch habe die, Zitat, Ausdehnung des Raumes und die Flüchtigkeit der Zeit nichts zu bedeuten. Denn das ewige Leben übertrifft das Zeitliche auch an Lebendigkeit. In geistiger Anschauung sondere ich alle Wandelbarkeit von der Ewigkeit ab und erblicke in ihr keine Zeiträume. Im Ewigen vergeht nichts und ist nichts zukünftig. Denn was vergeht, hört auf zu sein. Von der Ewigkeit aber gilt, dass sie ausschließlich ist. Da gibt es kein, es war einmal und es wird sein.
als ob etwas nicht mehr oder noch nicht wäre. Darum konnte nur sie in vollster Wahrheit zum menschlichen Geiste sagen, ich bin, der ich bin. Und konnte von ihr mit vollster Wahrheit gesagt werden, der da ist, hat mich gesandt. Soweit Augustinus. Die Wendung von den zeitlichen Dingen zu den ewigen beinhaltet daher notwendig die Umformung des alten Menschen in den neuen. Der alte Mensch, der äußerliche und irdische, ist der, der seinem Leibe lebt und sich im Banne der Begierden nach zeitlichen Gütern befindet. Wiedergeboren wird nur der geistige, innere Mensch, der sich zunehmend an die himmlischen Gesetze bindet, während der äußere, so Augustinus, von Tag zu Tag dahinschwindet. Nur die innere Erkenntnis kann daher Gewissheit bringen, nicht die Erkenntnis zeitlich wandelbarer Prozesse in der Welt. Denn, so Augustinus, das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, kann nicht mit unseren leiblichen Augen gesehen werden. Wo man dies sieht, glänzt jenes Licht, das nichts von Raum- und Zeitgrößen, auch nichts von räumlich oder zeitlich gedachten Fantasiebildern weiß. Diese Erkenntnis, so Augustinus, wird freilich erst nach dem Leben vollendet werden. Alles andere sind augenblickliche Vorwegnahmen. Der Leib selbst, so hofft Augustinus, wird dabei verwandelt werden, von einem verweslichen in einen unverweslichen Leib, der für keine Krankheit, Mangel und Erinnerung und Ermüdung mehr anfällig ist. Zitat: Daraus ergibt sich, dass nach dem leiblichen Tode auch dieser unser Leib zu seiner Zeit und in seiner Ordnung zu der Gesundheit und Kraft, die er anfänglich besaß, erneuert wird. Das ist so aufzufassen, dass bereits die ursprüngliche Gesundheit und Kraft des Leibes, die wir durch die Sünde verloren, von solch glücklicher Beschaffenheit war, dass sie den Verfall des greisen Alters nicht kannte. Diese ursprüngliche Gesundheit und Kraft wird unser Leib bei der Auferstehung der Toten wiedererlangen. Aber noch mehr. Er wird auch keine materiellen Nahrungsmittel mehr nötig haben, sondern wird allein durch den Geist volles Genügen empfangen, wenn er zu einem lebensspendenden Geist auferstanden sein wird. Das heißt, Augustinus durchdenkt das, was ich vorhin von der modernen Naturwissenschaft sagte, auch jetzt konsequent auf die Voraussetzungen der Unsterblichkeit des Leibes, dass also alle leiblichen Bedürfnisse, fleischliche Bindungen und Anfälligkeiten aufgehoben werden müssen, wenn es denn so etwas wie eine Unsterblichkeit des Leibes geben soll. Augustinus argumentiert dabei mit den Evangelien, dass die Menschen in der Auferstehung weder freien noch sich freien lassen, sondern gleich wie die Engel des Himmels sein und dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude sei. Also für alle, die gerne essen, tun Sie es jetzt. Die Überzeugung, dass also nur der geistige Leib unsterblich sein kann, findet sich auch bei den meisten mittelalterlichen Autoren. So schafft sich zum Beispiel nach Johannes Cotes Eriugena die Seele einen intelligiblen Körper geistiger Art. Das heißt, die Seele ist das schöpferische Prinzip. Der sinnliche Leib ist sozusagen nur ein Produkt der Seele nach dem Sündenfall. Durch einen fortschreitenden Prozess der Erkenntnis, der den Menschen vom Zeitlichen zum Ewigen hinführt, wird der Erkennende zu dem, was er erkennt. Er wird also transformiert, immer mehr hin zum Geistigen. Daher wird der Mensch, der zur vollkommenen Gotteserkenntnis erlangt, vergöttlicht, zu einer Art Alter Deus, einem anderen Gott. Dabei bezieht Eriugena die Vergottung nicht nur auf die Seele, sondern auch auf den Leib. Das künftige Dasein im Jenseits betrachtet Eriugena somit in Einklang mit der kirchlichen Tradition sowohl als ein leibliches wie ein seelisches. Die künftigen geistigen Leiber unterscheiden sich aber auch bei ihm wiederum fundamental von den materiellen irdischen, da sie unter anderem keine Differenzierung der Geschlechter aufweisen. Der physische Körper ist somit nur eine Hinzufügung
und kein Bestandteil der eigentlichen Menschennatur. Auch Hildegard von Bingen, um sie noch einmal zu zitieren, betont in ihrer visionären Schau den überzeitlichen, immateriellen und unräumlichen Charakter des göttlichen Lichtes, dem sie ihre Erkenntnis verdankt. Zitat: Das Licht, das ich schaue, ist nicht an den Raum gebunden. Es ist weitaus lichter als eine Wolke, die die Sonne in sich trägt. An diesem Licht ist weder Höhe noch Länge noch Breite zu erkennen. Es wird mir bezeichnet als der Schatten des lebendigen Lichts. Sobald ich es sehe oder höre, geht es mir ins Bewusstsein. Ich sehe, höre und weiß gleichzeitig. Und wie in einem Augenblick erlerne ich alles, was ich weiß. Für die mittelalterlichen Autoren erschien die Gestalt der Seele in den himmlischen Sphären wie eine Lichtgestalt. Dabei vollzieht sich der Übergang von der dunklen Materie und der Körperlichkeit der Welt zu der von Licht durchdrungenen der himmlischen Sphären nicht schlagartig, sondern in verschiedenen Etappen in Form einer Seelenreise. Dabei werden, wie vor allem Dante in seiner göttlichen Komödie eindrucksvoll schildert, verschiedene Sphären durchquert. Mit dem Prozess der Läuterung der Seele ändern sich auch die Umwelt und die körperliche Erscheinung, indem sie immer lichtvoller werden, bis sie schließlich völlig transparent durchlichtet sind. Bis ins 20. Jahrhundert hinein reichen die Zeugnisse, die das Überschreiten der raumzeitlich materiellen Bedingtheiten des Körpers als Voraussetzung für das Bewusstsein des Intelligiblen selbst beschreiben. So sieht die französische Philosophin und Mystikerin Simone Weil ihren eigenen, von jahrelangen Kopfschmerzen geplagten Körper in einer Ecke kauern, während sie sich in einen von Licht und Liebe durchfluteten Raum entrückt sieht, indem sie das Antlitz Christi zu erkennen glaubt. Zitat: Ich hatte bohrende Kopfschmerzen. Jeder Ton tat mir weh wie ein Schlag. Und er erlaubte mir eine äußerste Anstrengung der Aufmerksamkeit, aus diesem elenden Fleisch herauszutreten, es in seinen Winkel hingekauert allein zu lassen und in der unerhörten Schönheit der Gesänge und Worte eine reine und vollkommene Freude zu finden. Die äußerste Aufmerksamkeit, wenn man so will, die Einsgerichtetheit des Bewusstseins, kehrt die Bewegung der Schwere, die Simone Weil immer wieder durch ihr körperliches Leiden empfindet, niederdrücken will, um und zieht sie empor in einen Bereich lichtvoller Freude. Sie vermag in seltenen, unverfügbaren, geschenkten Momenten einer übersinnlichen Erkenntnis teilhaftig zu werden, der Connaissance surnaturelle. Ihre Erfahrungen lassen sie dem Text des Vaterunser einen anderen, nämlich mystischen Sinn geben, der für sie allerdings in Übereinstimmung mit dem griechischen Wortlaut der eigentliche ist. Nicht um das tägliche Brot ist zu bitten, sondern um das übernatürliche Brot. Weil schreibt: Christus ist unser Brot. Wir können ihn nur für den gegenwärtigen Augenblick erbitten, denn er ist immer da. Einlass heischend steht er an der Tür unserer Seele und will eintreten. Aber er vergewaltigt nicht die Einwilligung. Wenn wir einwilligen, dass er eintrete, so tritt er ein. Und sobald wir es nicht mehr wollen, geht er sogleich hinweg. Das heißt, Nahrung ist nicht nur das, was der Mensch physisch braucht. Sein Lebensquell ist nicht soziales Ansehen, äußerer Erfolg, Geld, Macht oder Berühmtheit. Man muss dies zwar in begrenztem Umfang auch haben, um nicht zu zerbrechen, und doch sind physische Nahrung und soziale Anerkennung lediglich die Lebensgrundlage, um die Kraft zu gewinnen, die Aufmerksamkeit auch auf die übersinnliche Nahrung zu richten. Dieses übernatürliche Brot kann für Weil nicht gespeichert werden. Es lässt sich nicht auf Vorrat anlegen, sondern muss immer neu empfangen werden, indem wir in diese zeitlose Gegenwärtigkeit eintauchen. Für Weil ist dieses Urerlebnis der Kommunion nicht an Raum und Zeit gebunden. Dieser Gedanke hält sich also bei all unseren Autoren durch. Sondern in der Connaissance surnaturelle, in der übersinnlichen Erkenntnis
oder übernatürlichen Erkenntnis berührt ein Mensch mit seinem innersten Wesen, wie wir es vorhin schon gehört haben, den Mittelpunkt des Universums, der Gott selbst ist. Und zwar jetzt nicht räumlichen Mittelpunkt oder zeitlichen Mittelpunkt, sondern den geistigen Mittelpunkt, so wie es schon Cusanus in seinen Texten im 15. Jahrhundert geschrieben hatte. Weil schreibt, derjenige, dessen Seele fest in die Richtung Gottes gekehrt ist, findet sich im Zentrum des Universums festgenagelt. Es ist das wirkliche Zentrum. Es ist nicht die Mitte. Es ist jenseits von Zeit und Raum. Es ist Gott. Das heißt, wie bei Plotin, Cusanus, Johannes vom Kreuz, erscheint Gott nicht, wie gesagt, als raumzeitlicher, lokalisierbarer Mittelpunkt, sondern als geistiger und damit überzeitlich, überräumlicher und in diesem Sinne allgegenwärtiger Mittelpunkt. Wenn ich ganz kurz, weil wir nicht so viel Zeit haben, noch einen Blick auf andere Kulturen werfe, aber das nur in ein paar Sätzen, dann kann man sagen, dass die Vorstellung, dass es nicht nur den sinnlich sichtbaren, sondern auch noch einen unsichtbaren Leib gibt, nicht auf die christliche Tradition beschränkt geblieben ist. Es gibt in der jüdischen Mystik, es gibt ihn in gewisser Weise auch im Hinduismus und im Buddhismus als Vorstellung eines feinstofflichen Trägers sozusagen, der die individuelle Identität über den Tod hinaus überdauert. Und wobei es im Hinduismus und im Buddhismus allerdings darauf ankommt, diese Hüllen, die wie gesagt aus unseren vergangenen Taten gewoben wurden, letztlich hinter uns zu lassen, sodass schließlich sozusagen dann wirklich das Einswerden mit dem höchsten Sein, mit dem göttlichen Geist oder wie auch immer das dann verstanden wird, zu ermöglichen. Aber egal, ob man den Tod als einmaliges oder sich aufgrund der Wiedergeburtslehre mehrfach wiederholendes Ereignis begreift, aufgehoben wäre die Endlichkeit erst, wenn keine Rückkehr in den Körper, wie wir ihn kennen, mehr erfolgt. Deshalb unterscheiden Buddhismus und Hinduismus die relative Unsterblichkeit innerhalb des Kreislaufs der Wiedergeburten klar von der Überwindung des Gegensatzes von Geburt und Tod, die das eigentliche Lebensziel ist. Dann allerdings wird normalerweise nur die Unsterblichkeit der Geistseele gedacht, aufgrund der Identität mit dem universalen Geist. Ich würde jetzt, nachdem ich so viele Stimmen habe zu Wort kommen lassen, sozusagen zu diesem Verhältnis Geist-Leib, intelligibler Leib, noch auf einige moderne Fingerzeige eingehen, die sozusagen eben heute eine materialistischen Deutung des menschlichen Lebens entgegenstehen und sich zunehmend hartnäckig dem entgegenstellen. Es handelt sich um die sogenannten Nahtoderfahrungen, die auch, wie gesagt, eben darauf hindeuten, dass es ein vom Körper unabhängiges, geistig-personales Leben geben könnte. Da es immerhin eine statistisch nicht zu vernachlässigende Zahl von Menschen ist, die sozusagen von solchen Erfahrungen berichten, haben sich inzwischen auch Wissenschaftler außerhalb jedes religiösen Kontextes diesen Fragen zugewandt, und zwar nicht nur Menschen, die selber das Gefühl haben, dass sie betroffen waren von solchen Erfahrungen, sondern auch zum Beispiel an der Universität Konstanz Soziologen oder auch, auf den ich mich unter anderem sehr stark stütze, der Kardiologe Pim van Lommel, ein niederländischer Arzt, der über 30 Jahre sozusagen zunächst mit großer Skepsis, dann aber mit zunehmender sozusagen Neugier und wissenschaftlicher Akribie dieses Phänomen untersucht hat. Zunächst einmal ist es so, dass zwischen Nahtoderfahrungen und mystischen Erfahrungen eine relative Überlappung vorliegt, sodass Sie das, was ich vorher gesagt habe, auch problemlos jetzt sozusagen mit dem eben verknüpfen können, was ich weiter ausführe. Ein amerikanischer Forscher, den Sie nicht kennen müssen, Bruce Greisen, definiert, Nahtoderfahrungen sind tiefgehende psychische Ereignisse mit transzendenten und mystischen Elementen, die vor allem bei Menschen auftreten, die dem Tode nahe sind oder sich in einer Situation ernster körperlicher oder emotionaler Gefährdung befinden.
sprich Menschen, die sich in dem befinden, was wir als Grenzerfahrung vorhin auch schon thematisiert haben, die sozusagen das Gefühl haben, absolut nicht mehr über das, was jetzt mit ihnen passiert, irgendwie autonom entscheiden oder verfügen zu können. Über Kultur- und Religionsgrenzen hinweg berichten Menschen, die in Extremsituationen völlig auf sich zurückgeworfen waren oder die man eben sogar als klinisch tot angesehen hat, von der Erfahrung, die das leibgebundene Ich-Bewusstsein transzendieren. Dabei wird als klinischer Tod die Phase der Bewusstlosigkeit verstanden, zu der es bei einem Herzstillstand oder einem akuten Herzinfarkt infolge unzureichender Durchblutung des Gehirns, eines Kreislaufzusammenbruchs und oder eines Atemstillstands kommt. Obwohl die Erfahrungen selbst im Einzelnen sehr unterschiedlich sein können, gibt es einen Kernbestand von Merkmalen, der kultur- und epochenübergreifend auftritt. Zum einen wird die physische Struktur des uns bekannten Körpers mit seinen Schmerzen und Leiden überschritten. Denken Sie an die Beschreibung des Simone Weil, die ihren Körper in der Ecke niedergekauert sah. Der Körper, der eigene Körper, wird unter einer Außenperspektive wahrgenommen und die Rückkehr in ihn ist oft mit einem gewissen Widerstand und sogar Abneigung verbunden. Dann werden vor allen Dingen ein intelligibles Licht, das als ein liebendes Sein erscheint, das nicht unbedingt eine menschliche Gestalt hat, aber unverkennbar ein persönliches Gepräge hat, sehr oft erlebt. Außerdem berichten die Betroffenen von der Begegnung mit personalisierten Lichtwesen, die manchmal als Schutzengel, Führer oder sogar Christus selbst gedeutet werden. Sie erleben eine bedingungslose Liebe für sich und andere Wesen, ein Gefühl des Getragen- und Angenommenseins, das auch die Akzeptanz der Schattenseiten einschließt. Die amerikanische Religionsphilosophin Carol Zaleski kommentiert: Die Lichterfahrung, wie sie in den modernen Berichten geschildert wird, weist erstaunliche Ähnlichkeit mit den mittelalterlichen Erzählungen auf. In beiden Epochen vermischen sich die visuellen Eigenschaften wie Glanz, Klarheit und Transparenz mit sensorisch-emotionalen Effekten wie Wärme und Energie. Damit deuten sie auf den Zusammenhang von Wissen und Liebe hin, ein Gedanke, der in vielen Schriften beider Zeitalter seinen Ausdruck gefunden hat. Der Visionär erblickt ein Licht, das gleichzeitig allwissend ist und eine allumfassende Liebe ausströmt, das seine Gedanken und Wünsche, seinen Verstand und Willen vereinigt. Weil dieses Licht die ganze Schöpfung umschließt, wird er selbst ein Ganzes. Dabei haben Nahtoderfahrungen in der Regel einen größeren Realitäts- und Wahrheitsgehalt als die alltäglichen Erfahrungen oder gewöhnliche Träume. Sie prägen sich dauerhaft ein, sodass sie oft lebenslänglich präsent bleiben und eine Neuorientierung des Wertebewusstseins herbeiführen. Die meisten Menschen haben daher Probleme, sich wieder in das normale Leben einzufügen, das ihnen plötzlich als flach und seicht erscheint. Ihre Schwierigkeiten erinnern an diejenigen, an die Situation desjenigen, der in Platons Höhlengleichnis wieder in die Höhle zurückkehren und an den Schattenspielen teilnehmen muss, diese jedoch anders als die anderen Höhlenbewohner durchschaut. Das heißt, Statussymbole und der bloße Zeitvertreib verlieren ihre Bedeutung und in den Mittelpunkt treten ethische Werte und die Beziehungen zu anderen Menschen. Viele haben das Gefühl, als ob das alte Ich gestorben und eine neue Person geboren worden sei. Man begreift den Wert des Lebens und erlebt sich als Teil eines sinnhaften Universums. Die Akzeptanz des Schicksals nimmt zu und die Angst vor dem Tod ab. Aufgrund der, jetzt wieder ein biologischer Aspekt oder neurophysiologischer Aspekt, aufgrund der Neuroplastizität des Gehirns, modifizieren, also verändern auch Nahtoderlebnisse die Gehirnaktivität und einige körperliche Funktionen. Offensichtlich in ähnlicher Weise, wie es regelmäßige Meditation tut. Deshalb lassen sich nicht nur seelisch-geistige, sondern auch physische Veränderungen beobachten. Die Sensibilität gegenüber Sinneseindrücken, Geräuschen, Geschmacksempfindungen,
Gerüchen und haptischen, also tastenden Eindrücken nimmt zu. Auch der Stoffwechsel und die Körperenergie können sich verändern. Man wird schneller wieder gesund und wirkt jünger. Verstärkt wird auch die Fähigkeit zum intuitiven Erfassen von Zusammenhängen. Der erste, der den Anstoß zu all diesen Beobachtungen mitgegeben hat, ist der amerikanische Psychologe William James, der sozusagen auch die Vielfalt religiöser Erfahrungen unter diesen Kriterien zusammengestellt und analysiert hat. Das stammt aber jetzt von dem Pim van Lommel, also einem noch lebenden Autor, der, wie gesagt, ein Buch geschrieben hat, ein ziemlich dickes Buch, Endloses Bewusstsein. Ähnlich wie mystische Erfahrungen gehen auch Nahtoderfahrungen mit wachsender Klarheit und Bewusstheit einher, was einer psychischen Regression widerspricht, von der Freud ausging, und auf eine Bewusstseinsprogression, so schreibt der Münchner Religionsphilosoph von Brück, hindeutet. Voraussetzung ist gerade keine narzisstische Selbstbefangenheit, sondern ein hohes Maß an Selbsttranszendenz, an der Fähigkeit also, sich zu überschreiten. Und vieles spricht daher dafür, dass die Erfahrung dieser Alleinheit, in der die uns vertrauten Vorstellungen von Raum und Zeit aufgehoben sind, als eine seltene menschliche Spitzenerfahrung zu deuten ist. Durch die Möglichkeit außerkörperlicher Erfahrungen wird das Konzept der Lokalisation des Bewusstseins im Gehirn, wie es eben der klassischen Neurophysiologie zugrunde liegt, in Frage gestellt. Bewusstsein, so betont van Lommel, erscheint als räumlich und zeitlich ungebunden. Sie haben das Verlassen des Körpers und einen instantanen Lebensrückblick beziehungsweise oft eben auch ein Erfassen von komplexen Zusammenhängen. Deshalb versucht der niederländische Kardiologe van Lommel, die raumzeitliche Entgrenzung des Bewusstseins mithilfe quantentheoretischer Konzepte eines nicht-lokalen Raums und der Verschränkung der Ereignisse und nicht-lokaler Informationsspeicherung und Übertragung zu erklären. Ich erwähne das deshalb, weil es wirklich der Versuch ist, jetzt nicht nur mit Erfahrungsberichten zu arbeiten, sondern moderne naturwissenschaftliche Theorien zu Rate zu ziehen, um damit einen Materialismus und eben auch die Tabuisierung dieser Erfahrungen aufzubrechen. Das heißt nicht, dass Sie an jedem Punkt, ich bin es auch nicht, mit van Lommel einverstanden sein müssen, aber es ist zumindest mal der Ansatz zu zeigen, dass sozusagen auch die moderne Naturwissenschaft eine Interpretationshilfe sein kann, um sozusagen aus dieser festgefahrenen Situation herauszukommen, die einfach sagt, diese Erfahrung kann es gar nicht geben. Wir müssen sozusagen uns einfach davon verabschieden, ganz aufgeklärt sein und eben insofern dem Nihilismus ins Auge sehen. Für van Lommel dreht sich die Perspektive jetzt wieder rum. Bewusstsein sei nicht aus Materie entstanden, sondern eher im Sinne eines Panpsychismus immer schon mit materiellen Prozessen verknüpft. Darin steht er inzwischen sogar in der philosophischen Welt nicht mehr ganz alleine da, sondern es gibt mehrere Autoren, unter anderem auch einige sogenannte Analytiker wie Thomas Nagel, die genau sozusagen in diese Richtung argumentieren und damit den klassischen Darwinismus und Materialismus kritisieren. Das lokal- und raumzeitlich gebundene Bewusstsein, das wir im Alltag erleben, wenn wir im Körper sind, und das raumzeitlich entgrenzte Bewusstsein, das in mystischen Erfahrungen und Nahtoderlebnissen erlebt wird, sind für ihn komplementäre Aspekte des endlichen Geistes. Das heißt Aspekte, die nicht gleichzeitig vorhanden sind, aber zusammengehören, so wie Welle und Teilchen in der Quantentheorie. Zitat: Da das Bewusstsein anscheinend immer nicht lokal gegenwärtig ist, ist es ständig außerhalb und oft im Körper vorhanden. Also dieses nicht lokale Bewusstsein ist sozusagen das, was immer vorhanden ist. Und es kann auch im Körper vorhanden sein. Dann beschränkt. Das heißt, das endlos erweiterte Bewusstsein mit seiner Basis in einem nicht lokalen Raum hat für van Lommel in diesem Sinne keine biologische Grundlage. Es beschränkt sich deshalb nicht auf unser Gehirn oder unseren Körper.
Damit vollzieht sich jetzt wiederum eine Umkehr der Blickrichtung. Nicht die materielle Welt erscheint als Grundlage der geistigen, sondern in gewisser Weise erzeugen die geistigen Strukturen die körperlichen. Zitat: Bewusstsein ist nicht lokal und fungiert als Ursprung oder Grundlage von allem. Es ist immer präsent. Der individuelle menschliche Geist ist immer in ein universales Bewusstsein eingebettet, das jedes Individuum mit allem Seienden verbindet, mit allem, was je gewesen ist und mit allem, was in Zukunft noch sein wird. Kommen sehr nah an sozusagen jetzt antike Autoren, denn dann, wenn das stimmt, ist Individualität sehr viel mehr als das körpergebundene, empirische. Mit der in der Nahtoderfahrung oder der mystischen Erfahrung gemachten Entgrenzung könnten wir jedoch im Alltag nicht leben und handeln. Der Körper wirkt deshalb wie eine notwendige Begrenzung, durch den die Fülle des Geistes auf eine bestimmte Form beschränkt wird. Dadurch können wir, wiederum Zitat, während unseres Lebens gewisse Aspekte des Bewusstseins als unser Wachbewusstsein in unserem Körper erfahren. Leben ermöglicht einen Übergang vom nicht-lokalen Raum in unsere physische Welt in der Raumzeit. Im Unterschied zum nicht-lokalen Bewusstsein ist sozusagen, hat daher unser Wachbewusstsein, so wie wir jetzt hier sitzen, eine biologische Basis. Und der Körper ist sozusagen eine Art Schnittstelle. Wenn während eines Herzstillstands die Gehirntätigkeit wegen des auftretenden Sauerstoffmangels zeitweise aussetzt, erlöschen sozusagen jetzt die elektromagnetischen Felder, die diese Eingrenzung vollziehen. Und dann, so von Lommel, kann man eben dieses nicht lokale Bewusstsein erfahren. Den Schluss, den von Lommel daraus zieht, jetzt für unser Thema ist: Wenn man jeden Aspekt des endlichen Geistes als einen Teil des endlosen, nicht lokalen Bewusstseins auffasst, dann ist der Tod nur das Ende des physischen Aspektes unseres Lebens. Stirbt der Körper, dann besteht die Kontinuität des Bewusstseins, das mit dem nicht lokalen Raum verbunden oder verschränkt ist, ohne zeitliche Begrenzung weiter. Zitat: Wir haben einen Körper, doch wir sind Bewusstsein. Losgelöst von unserem Körper sind wir offenbar immer noch in der Lage, bewusste Erfahrungen zu machen, sind wir immer noch bewusste Wesen. Wenn unser Körper endgültig tot ist, nach der Sterbephase, die Stunden oder Tage dauern kann, stehen wir mit diesem endlosen Bewusstsein in Verbindung oder sind, besser gesagt, ein Teil von ihm geworden. Ich würde ganz gerne abschließend noch einige Gedanken zusammenfassen. Zum einen, materiegebundene Lebensformen können aus eigener Kraft aufgrund physikalisch-biologischer Gesetze nicht allzeitlich ewig existieren. Insofern haben diejenigen, die sagen, in dieser Form kann es keine Unsterblichkeit geben, recht. Unsterblichkeit, egal in welcher Form, kann es nur geben, wenn es einen Geist gibt, im strengen Sinne, der zeitlich, räumlich, materielle Bedingungen überschreitet, der in diesem Sinne nicht mehr bedingt ist, sondern unbedingt ist. Das heißt, sein Sein aus eigener Kraft erhalten kann. Und wenn dann der endliche Geist an diesem unendlichen Geist teilhat, dann trägt auch er einen Funken des Unendlichen, seinsmäßig, in sich. Das heißt, etwas, was im strengen Wortsinn ebenfalls unbedingt ist und damit weder entstanden ist noch vernichtet werden kann. Daraus folgt zum einen, dass das Einswerden mit der Quelle allen Lebens die Voraussetzung von Unsterblichkeit ist. Das hatten wir gesehen bei Mystikern wie Meister Eckhart, die die Unio Mystica als Voraussetzung für die Realisierung der bisher latenten Möglichkeit nach vorhandenen Partizipation versteht. Zum anderen geht mit mystischen Erfahrungen und Nahtoderfahrungen die Erfahrung einher, diesen Körper zu verlassen, ihn zurückzulassen.
Trotzdem erleben sich die Menschen nicht als gestaltlose Geister, sondern sie sehen sich und andere in einer bestimmten Gestalt, die aber radikal transformiert ist und oft als durchlichtet erlebt wird. Die Selbstüberschreitung in ein anderes Sein ist jedoch kein sich automatisch vollziehender Prozess, der mit der biologischen oder sozialen Reifung verbunden ist, sondern offensichtlich ist eine Transformation des Alltagsbewusstseins, mit Kant eine radikale Veränderung der Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis, die entscheidende Voraussetzung für die Erfahrung eines solchen allumfassenden Bewusstseins. Mystische Erfahrungen genauso wie Nahtoderfahrungen legen den Schluss nahe, dass die Möglichkeiten des menschlichen Geistes noch nicht ausgeschöpft sind. Nur so lassen sich vorwegnehmende Erfahrungen in der Mystik wie in Grenzsituationen verstehen, in denen die Bindungen an die raumzeitliche und materiell-körperliche Existenzform überschritten wird und ein höherer Bewusstseinszustand erreicht wird. Er führt dazu, dass das uns vertraute Raum-Zeit-Bewusstsein, das Gefühl körperlicher Lokalisierung und zeitlicher Abfolge aufgehoben wird. Trotzdem könnte die Erfahrung, insbesondere bei Nahtoderlebnissen, dass eine bestimmte Schwelle nicht überschritten werden darf, darauf hindeuten, dass es auch noch, der von Van Lommel so beschriebene nicht-lokale Raum letztlich nicht das Letzte ist. Das heißt, Nahtoderfahrungen erscheinen unter dieser Perspektive nur als ein erster Schritt auf dem Weg in eine transzendente Welt. Wenn der individuelle Geist auch unabhängig von der körperlich-organischen Grundlage bestehen kann, dann muss das auf materialistischen Annahmen beruhende Menschenbild und der damit verengte Erfahrungsbegriff revidiert werden. Dann wäre, ähnlich wie in Antike und Mittelalter, der Geist wieder die lebendige und schöpferische Dynamik. Während jedoch Mystiker und diejenigen, die eine Nahtoderfahrung machen, in die leibgebundene Existenzform zurückkehren müssen und wie gesagt immer wieder die Erfahrung machen, an einer Schwelle nicht weiterzukommen, bedeutet Unsterblichkeit und das auch im hinduistisch-buddhistischen Kontext, dass die Bedingtheiten unumkehrbar, irreversibel aufgelöst werden, die Leid und Sterblichkeit erzeugen. Das gilt, wie gesagt, unabhängig davon, ob jemand einmal oder mehrmals geboren wird und unabhängig davon, ob der Tod als Urschuld gedeutet wird oder wie auch immer als Wirkung des Karmas. In jedem Fall muss für Unsterblichkeit der Gegensatz von Geburt und Tod überwunden werden. Die Überwindung dieses Gegensatzes ist aber so offensichtlich so, dass bisher niemand von da zurückgekehrt ist. Oder wenn, so behaupten es jedenfalls die religiösen Schriften des Christentums und also vor allen Dingen des Buddhismus in dem Fall, dann sozusagen unter ganz anderen Voraussetzungen als der große Mensch, als große Menschheitslehrer oder Erlöser. In diesem Sinne jedenfalls kann man sagen, dass für uns Unsterblichkeit undenkbar und unvorstellbar ist. Einfach, weil von uns jedenfalls vielleicht ein Blick über den Zaun möglich ist, aber nicht das Überschreiten des Zaunes. Ich danke Ihnen.